Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to dig in a one-horse open sleigh. Herzlich willkommen zur 7 Days to Die Easy Raiders Merry Doomsmas Folge. Genau. So schön die Glocken auch klingen, wir sind unter der Erde. Ja, da können die Glocken klingen, ne? Genau, sollen sie bimmeln und ihren Namen tanzen? Ist mir gerade egal. Wir haben zu hacken. nichtsdestotrotz ein besinnliches frohes Fest an alle unsere Zuhörer, Fans, gegebenenfalls Groupies. Dann nicht nur Zuhörer, auch hoffentlich Zuschauer. Nicht nur nebenbei laufen lassen, sondern auch wenn es an der einen oder anderen Stelle mal etwas langweilig ist, weiter zuschauen. Genau. Es wird fantastisch werden. Zukunft 2, wie die Witze über den BER. Oh, jetzt auf mit dem BER, ey. Das ist die Lachnummer der Nation. Ja, das ist ja schon mehr ein Running Gag wie eine Schlagzeile. Ja. Lustig ist, wenn du Berliner dazu hörst. Wieso? Was sagen Berliner? Du hast da den meisten ersten Witze Draht kommen dazu. Die meisten Witze kommen von dort. Achso. Die Leute sind mittlerweile sowas von dermaßen apathisch sarkastisch, was das angeht. Okay. Ja, als direkt betroffene Steuerzahler. Ne? Bei der Parkplatzsituation in Berlin. Ja. Ich meine, ich glaube Schönefeld war das, was sie freigegeben haben zum Fahrradfahren, was ja an sich nicht schlechtes ist und überhaupt so als Erholungsgebiet, so eine Landebahn. Ja. Aber starten von dort aus nicht nur irgendwie Flugzeuge? Schönefeld ist, soweit ich weiß, ein Flughafen, ja. Noch aktiv, ne? Aktiv. Mit Flugzeuglärm sich erholen. Vielleicht haben ja die Bauarbeiten an den neuen Landebahnen mittlerweile Einfluss auf den Flugverkehr am ehemaligen Flughafen genommen. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß, naja, viele Fragen. Wir haben es ja hier bei uns nicht anders. Ja. Eine Gartensparte nach der anderen direkt in der Einflugschneise. Ah, herrlich. Ob man da noch Arbeit so entspannen kann, Leute, ich kann euch sagen. Da wünschst du dir nichts anderes. Wenn ich jetzt jemand bin, der natürlich von 365 Tagen 250 auf Techno-Partys vorbringt, ist das wahrscheinlich für mich erholsam. Auf jeden Fall. Aber im Grunde genommen so an sich bei den sonstigen wahrscheinlich eher nicht. Naja. Bei uns ist es auch wenigstens nur eine Einflugschneise. Es ist schon schade. Was, also das Geld, stellt dir das mal in Forschung angelegt vor. Oh ja. Mm. Wenn ihr einfach mal so statt dem Flughafen, ne, die 5 Milliarden, also 5 Milliarden in die Forschung gesteckt hätten. Direkt. Ich meine, dass solche Projekte teurer werden, das weiß doch eh jedes Schulkind mittlerweile. Ja. Und warum? Dann noch ein bisschen, kriegt's aus der Presse mit. Weil die Eltern darüber zu Hause quatschen. Jo. Kommt gerade wieder der Lichtstrahl durch. Die Sonne geht auf. Ja, schaut euch das an. Ist es nicht sagenhaft? Da ist er. 400 Meter unter Tage Sonnenlicht. Juhu. Mining Tool 67. Hat mein Strahl wieder, ich bin glücklich. Ja, und wieder eine Axt erfolgreich durchgebracht. Ich bin bei der letzten. Bei der letzten? Dann gehe ich mal fix. Ja, hier runterspringen ist wahrscheinlich die beste Idee. Ich gebe das mal schnell ans Öfsche. Ja, wo sind wir hier? Hochgeklettert, verkackt. Spring doch einfach irgendwo runter. Da. Schon passiert. Ja, ich klopfe natürlich in die falsche Richtung los. Ist in Ordnung. Mit den Fackeln am Felsen.
nehmen wir gleich mal mit für eine ordentliche Beleuchtung an anderer Stelle. Du hast ja dran geklebt, also. Ja, an die falsche Wand. An die falsche Wand, mein Freund, an die falsche Wand. Ach so. Wenn das runterkommt, was worauf wir hier gerade stehen, wären die dann mit weg gewesen. Das war halt die falsche Wand. Ah. Falsche Wand! Nein! Falsche Wand! Außengeländer, Innengeländer, dann muss das hier quasi dran. Einmal da. Einmal da. So, jetzt hängt es an der richtigen Wand. Ach, ist das schön. So, ich hole mir ein wenig Forged. Forged Iron. Forged Iron. Musst du mir dann mal deine axtischen Äxte geben zum axtischen Reparieren? Kann ich machen. Und ich weiß hier gleich nochmal eine Ladung Forged Steel an. Oh, Level 32. Mal gleich mal. Oh Gott, Steine. Haben wir ja so wenig. Nein. Look, es könnte unter Umständen passieren, ich brauche noch eine Truhe Stein. Yo. Ach so. So, das Lager füllt sich langsam extrem dicht. Orage? Orage Chest. Bidim, bidim. Ich bin schon wieder um eine Ecke rum. Sehr schön. Ja, ist dort. Weihnachten und krank, ne? Das sind so die Sachen, die wir eigentlich nicht haben. Aber kann man mal machen. Ja. Einmal geht das schon. Das ist gar kein Problem. Alles gefixt. Genau. Entschuldigung, Kollege, der Spruch ist zu geil, falls du das rein zufällig sehen solltest. Dabei fällt mir ein, ich hätte hier gern noch weitere Tierarten. Unter anderem ein Lurch? Ja, Lurch? Also mindestens. So eine Art Ureinwohnen gibt's ja? Ja, genau. Zum Glück aber keine fliegenden Kisten, also das haben sie sich ja gespart. Leider Gottes, genau. Auch wenn das etwas grubi herüberkommt, aber ich stehe auf den Mann. Auf den. Mehr als große Inspiration. Ei. Und schon sehr viel gefeiert. Definitiv. Es gibt ja Leute, die gucken sich den guten Herrn abends zum Einschlafen an. Also, nein! Also, naja, aber ich weiß ja nie, ne? Also, irgendwie, wenn man sich richtig drauf einlässt, wie willst du da pennen können? Das frag ich mich gerade allerdings auch. Ich könnte vor Lachen nicht. Aber auch so die Gespräche, die er manchmal führt. Ja. Da musst du ja, ne? Klischeehaft bis tief intellektuell alles dabei. Genau. Also muss ja wach sein, man sollte die Birne ja an sein dazu. Ja. Sonst kriegst du gar nicht alles mit. Ach, da ist er. Ey, du bist zu hoch. Bin zu hoch? Ja. Da bin ich zu hoch? Na, dort wo du rumstehst, bist du zu hoch. Du stehst auf jeden Fall. Okay.
Bei mir stehst das, du. Das ist nicht so schlimm, weil dein kompletter Oberkörper ist im Felsen. Ja, Dito. Sehr interessant. Warum? Muss ich es verstehen? Ich glaube nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Mach die Tech-Pro ordentlich. Jetzt hockst du wieder. Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, wo du hier so rumoxidierst. Genau. Wenn das ein bisschen tiefer ist so und du kannst dich halbwegs flüssig bewegen, dann hockst du. Und wenn es dich aber hier so halb in die Decke reinklippt, das sieht dann halt so aus wie bei dir gerade. Faszinierend. Ja. Ja, ich schätze aber auch mal, die Entwickler haben wieder nicht mit beim Scherzbold gerechnet. Wir machen meistens sowieso alles anders für andere. Ja. Kollege Eschlitz ist ja berühmt für seine Ad absurd-Umkehrung von Waffensystemen. So Bodenluftraketen für Bodenziele und Luftbodenraketen für Luftziele und genau solche Geschichten, so Zweckentfremdung von Munition und ähnliche Taten. Ach, hätte es damals schon Aufnahmetools gegeben. Ei. Das wären... Oh mein Gott. ...epische Momente geworden. Am Ende werden noch Videos mit der... Ja gut, vielleicht gab es ja auch schon ein Aufnahmetool, aber auf jeden Fall hat die Rechnerkapazität nicht ausgereicht. Naja, und die von der Leitung wollen wir mal gar nicht sprechen. Das Upload. Autsch. Tage, Wochen, Monate. Vielleicht wäre das aber auch an manchen Stellen nicht allzu gesund gewesen, sondern dann wahrscheinlich irgendwann die Jungs mit der harten Schliebjacke angerückt. Ja. Und wie war dein Wochenende? Hell, dunkel, Montag. Genau. Ach wie, das war hell? Ich habe nur diese lange Nacht von Freitag zu Montag mitbekommen. Meine Axt ist durch. Wollen wir mal runtergehen dazu, nicht, dass ja, die hier durch den Boden fällt? Ja, das wäre wahrscheinlich besser, ey, das ganze Zeug irgendwo reinklitscht. Ja, wo ist man jetzt reingekommen? Das ist egal, du kannst, ich habe das vorhin mal probiert, wenn ich jetzt, ja, nie klemmen würde. Ja, genau, das ist ja mein Problem und ich kann nicht mehr zuhacken. Ich hätte zwar die Schaufel nehmen können, aber die ist mir ein bisschen zu schade dafür. Achso, ich musste ja mal was rauslegen. Ja. Einmal, zweimal. So, dann repariere ich das mal fix. Repair. So, nochmal 1, 2, 3, 4. Kriegen Kinder. Das finde ich sehr gut. So. Ja, jetzt muss man schnell was essen gehen nebenbei, also hier in-game essen. Ja, mach mal. Weil mein Magen signalisierte mir gerade. Die wollte ich noch nicht. Oh, die 269er Axt geht gut. Oh, ich krieg kein Achievement, ich brauch bloß noch einen Punkt, wenn du nimmst, dann krieg ich ein Achievement. Was musst du? Der Egoist hat einen Move gemacht, Mensch, Junge. Brauch noch einen Punkt Wellness, dann krieg ich ein Achievement für 125 Wellness. Ich krieg noch 119. Schlurf, lecker Kochwasser. So, dann schauen wir mal in die Forge. Mal ein bisschen Eisen, ein wenig Lehm mit rein. Oh Gott, Entschuldigung. Komm, vorne geht rein. Ich hab Kohle gefunden. Interessant. Ja.
Man findet einiges so hier drin. Es gibt doch hier und da kleinere Arten, aber solche Exzessivarten, wie das hier ursprünglicherweise mal. Teil, ja,